Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich baue ich ja im Moment das da. Ihr habt das bestimmt schon eigentlich alle mitbekommen, ich baue im Moment einen Stocker und ich bin gestern das erste Mal hier mitgefahren. Ich kann euch nur sagen, es funktioniert richtig, richtig gut. Komplett verrückt das Teil, richtig viel Power, sogar einen Berg bin ich hochgefahren. Das hat auch einwandfrei funktioniert. Ich hatte richtig gutes Tracking mit meinem Holzrad. Was sich natürlich ein bisschen abnutzt, aber ist okay. Ich habe heute aber nicht so richtig Böcke, an dem Ding weiterzuarbeiten. Das wird dann, denke ich, nächste Woche kommen. Und aus dem Grund werde ich heute einen Grill bauen, mit dem man auch Späne verbrennen kann. Du wirst jetzt bestimmt sagen, Philipp, du hast doch schon das letzte Mal so ein Teil gebaut. Ja, das stimmt. Ich verlinke euch das Video hier oben und das funktioniert auch relativ gut. Beziehungsweise das System funktioniert relativ gut. Ich habe nur eine Sache falsch gemacht und zwar ist mein Rohrdurchmesser viel zu klein gewesen. Wenn der Rohrdurchmesser ein bisschen größer ist, fallen die Späne besser durch. Das war bei mir nicht der Fall, deswegen habe ich hier nur ein bisschen rumexperimentiert. Aber die Form, wie ihr es im Video seht, was ich euch oben verlinkt habe, die ist gut so. Wählt nur einen größeren Rohrquerschnitt als 60, 65 mm. Dann fallen die Späne auch super nach. Aber ich habe schon eine ganze Weile eine Franzosengasflasche. Da ist kein Pfand drauf. Das bedeutet, die kann ich zerflexen. Das hier ist das gute Stück. Und weil ich von der nur eine Flasche habe, will ich die auch nicht unnötig für irgendwelche Experimente opfern. Ich will das Ding später tatsächlich auch vielleicht mal als Grill benutzen. Deswegen werden wir primär einen Grill heute bauen. Aber ich würde das Teil so bauen, dass das drei richtig, richtig geile Features hat. Welche das sind, siehst du heute im Video. Beziehungsweise, ich sage es jetzt hier am Anfang, es wird auch ein Spänebrenner, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber eigentlich sollte es funktionieren. Ich habe stundenlang das Netz durchwälzt, damit ich rausfinde, wie das System funktioniert, dass das auch ordentlich brennt, ohne viel Aufwand. Ich erwähne das gerade hier mal im Video. Natürlich ist kein Gas mehr in der Gasflasche. Natürlich dürft ihr das Ding hier nicht aufschneiden, wenn da noch Gas drin ist. Was meine ich damit? Wenn ihr eine Gasflasche aufmacht und da kommt nichts mehr raus, ist da immer noch ein bisschen Gas drin, beziehungsweise das wird halt knallen, wenn ihr das dann aufschneiden würdet. Wie habe ich es abbekommen? Ich will es euch eigentlich gar nicht so genau sagen, weil es immer viele Leute gibt, die es besser wissen. Ich habe versucht, den Kopf abzuschrauben, aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich ihn abgeschnitten mit der Handsäge. Mag der eine jetzt vielleicht blöd finden, der andere vielleicht nicht. Macht es am besten so, dass ihr den Kopf abschrauben könnt. Mehr will ich euch da noch nicht sagen, aber passt auf jeden Fall auf, dass das Ding nicht auftrennt, wenn ihr jetzt mit der Flex irgendwie aufschneiden möchtet und da ist noch ein bisschen Gas drin. Ich habe, als ich den Kopf abhatte, die ganze Flasche mit Wasser voll gemacht, so ist das Gas verdrängt worden und so könnt ihr halt eben sicher gehen, dass das Ding safe ist. Ich will mir jetzt als erstes mal hier oben das Stück markieren, was wir zunächst abschneiden werden, denn das ist so die erste Aufgabe, dann kann ich auch besser mitarbeiten. Und dafür braucht man natürlich eine Linie, wie mache ich das Ganze? Ich nehme einfach hier so ein Stück Metall, sodass es auf meiner Höhe passt. Ihr könnt es natürlich weiter unten oder oben abschneiden und dann halte ich meinen Addon hier drauf, sodass der eine schöne Auflagenfläche hat und drehe die Flasche dann. Oder ich bewege einfach den Addon, das geht einfacher. Ja, das geht einfacher. Die Jungs müssen wir jetzt schneiden. Ach, da ist sogar noch Wasser drin, oder? Das ist sogar viel. Okay, hier seht ihr, da war noch Wasser drin. Ich bin einfach zu schlau für diese Welt. Unfassbar, Katastrophe. So, die Flasche ist jetzt leer und ich habe mir hier so ein bisschen was aufgespannt. So kann ich die Flasche nämlich gleich drehen und ja, sie hat nur einen halben Meter Spiel. Ich will da drin ja noch natürlich auch normales Holz drin verbrennen können und deswegen brauchen wir hier unten eine Klappe. Die habe ich mir mit dem Bleistift jetzt mal grob angezeichnet und jetzt werden wir dasselbe Verfahren wie eben mit dem Erding anwenden, damit wir da eine schöne gerade Schnittkante hinbekommen.
Leck mich. Don't lie to me. Da, 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 da. Wunderschön. Im Prinzip hätten wir jetzt hier schon fast einen Ofen, den man auch benutzen könnte. Vorne eine Klappe dran, oben einen Grillrost drauf und dann wäre das Ding auch schon fertig. Aber, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das soll ein bisschen... das soll ein bisschen spezieller sein. Und ihr kennt es bestimmt, manchmal qualmt es Feuer. Es ist Holz zu nass oder. Und da holt man sich meistens was zum Wedeln oder man muss blasen. Viele von euch kennen es. Und weil ich darauf keine Lust habe und ich da eben ein paar spezielle Dinge einbauen möchte, habe ich mir überlegt, warum nicht hier einen Heißluftföhn holen, der das Ganze übernimmt. Wenn ihr mir nicht glaubt, ihr könnt es ja mal zu Hause ausprobieren. Holt euch einfach irgendwie einen Heißluftföhn oder einen Föhn, ist eigentlich ganz egal. Hauptsache irgendwas, das Luft macht und hält das schief ins Feuer rein. Da geht es richtig brutal ab. Ihr könntet auch die Klappe unten aufmachen, da würde das auch gehen. Aber ich will einen Halter, dass ich das da reinstecken kann und oben Holz reinwerfen kann. Und das wird richtig, richtig gut funktionieren. Im Prinzip werden wir dann sowas wie einen Strudel erzeugen und das Holz, was ihr in diesen Strudel reinwerft, wird sofort verbrennen. Definitiv. Probieren wir aber ja noch aus. Dann bin ich mal oben eben in mein kleines Metallvorratslager reingegangen und habe hier ein Vierkantrohr geholt. Ein rundes Rohr wäre natürlich schöner, aber hier passt das perfekt rein. Ein rundes Rohr habe ich nicht wirklich, deswegen holen wir jetzt einfach das Vierkantrohr hier. Als nächstes muss ich mal wieder hier meine Absäge bereitstellen. Und ich habe ja im letzten Video gesagt, dass die nicht so genau schneidet. Das liegt daran, dass die einfach mega viel Spiel. Deswegen schneidet die nicht so genau. Und da unten dieses Teil hat auch mega viel Spiel. Und wenn ihr jetzt hier was schneidet und ihr hier drauf drückt, dann verdreht ihr die komplette Säge. Deswegen schneidet es einfach nicht so genau. Ich stelle das Ganze jetzt mal hier auf 45 Grad. Und ja, das Ding schneidet nicht so genau. Aber für die meisten Sachen ist es trotzdem immer noch okay. Also man kann es jetzt nicht vergleichen mit einer Tischkreissäge und einem gut ausgerichteten Parallelanschlag. Das reicht. Für meine Fälle ist es einfach genug. Das Stück, was wir gerade abgeschnitten haben, wird irgendwo hier dran kommen, aber geht natürlich jetzt noch nicht, weil wir hier eine gerade Schnittkante haben und hier unsere Gaslasche hier rund ist. Deswegen schleifen wir das jetzt ein bisschen rund, bis das hier perfekt dran passt. So, jetzt mal ein bisschen Ordnung hier auf dem schönen Schweißtisch mal drin. Dann können wir das erste Teil schon mal festschweißen. Passt sogar erstaunlich gut hier rein. So, wir haben jetzt schon ein Gadget. Das bedeutet, wenn das Feuer mal nicht angehen möchte, das Holzfeuer, dann können wir da unsere Heißluftpistole reinhalten und das Ding mal richtig schön einheizen. Bin mal gespannt, wie das später aussieht. So, jetzt kommen wir zu dem coolsten Teil und ich würde mal sagen, das ist der Späneteil. Ich habe wirklich stundenlang das Internet durchsucht, über so einen langen Zeitraum, um zu schauen, wie das funktioniert. Weil in Deutschland habe ich noch nicht solche Späneöfen gesehen und in den Staaten, da habe ich genau zwei Videos gesehen, ja, beziehungsweise drei Videos, in denen Leute auch solche Späneöfen benutzt haben. Jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's ab. Ha, ist aber gut. So, ich habe jetzt hier einmal alles geschliffen und hier diese Rohre passen einmal frei übereinander. Und das wird mir hoffentlich einen guten Luftzug für die Späne bringen. Thank you.
Heiß auf. Alter, das passt sogar fast genau. Ich habe da oben jetzt alles rausgeschnitten und den Schornstein können wir jetzt mal festputzeln. Jetzt ist wieder einiges an Zeit vergangen. Ich habe den Brenner schon mal getestet. Wie das Ding funktioniert, werde ich euch aber nicht sagen. Das haben aber diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben es schon herausgefunden. Denn denen habe ich es auch erklärt. Jetzt werden wir uns erstmal um die Scharniere kümmern. Und dazu werde ich wieder eine 20er Welle holen. Und hier noch dieses Rohr. Das Rohr ist aber ein bisschen dicker als die Welle, weil das sonst blöd ausschaut. Will ich das erst... Alles verstopft. Aus dem Grund will ich das als erstes runterdrehen. Ui, heißer Saat. Perfectly 20 mm. Wir haben jetzt diese Rohre auf Durchmesser gedreht. Ich wollte schon sagen, gedrechselt. Und jetzt drehen wir hier die Vollmaterialstücke auf Länge. Denn das wird im Prinzip so das Gegenstück. So, ich habe mir jetzt noch ein Gegenstück hier gedreht. Das muss ich ja einmal durchschlagen, denn da ist noch ein Grat eben vom Drehen dran. So, und das hier ist ein wunderschönes Gelenk für meine Klappe. Als nächstes können wir diese Scharniere mal festschweißen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das später hier funktionieren wird. Ob die Klappe gut aufgehen wird. Katastrophe. Ich raste gleich aus. Der Spänebrenner oder beziehungsweise der Grill ist jetzt halb fertig, sag ich mal. Ich werde ihn jetzt mal wieder ausprobieren und dieses Mal werde ich es euch auch zeigen, wie es funktioniert. Und als erstes werden wir hier unten noch so ein Blech reinlegen, damit einfach von unten auch noch ein bisschen mehr Luft dran kommt. Unten müssen noch Luftschlitze rein, die sind jetzt noch nicht drin. Ich muss mal schauen, ob das hier viel zu grob ist, weil ich denke mal, dass das hier eigentlich ziemlich gut sein wird. Mache ich hier als erstes noch die Schornsteinerweiterung drauf, damit er einen besseren Zug hat. Jetzt machen wir mal ein paar Hobelspäne rein. Ich werde jetzt nicht mehr reinmachen. Denn ich will nicht, dass es diesmal so lang brennt. Jetzt ist es so wichtig, dass wir hier unten den Luftzugang frei machen, dass hier Luft angesaugt werden kann. Und jetzt müssen wir es nur noch anzünden. Ich mache mal hier vorne frei, damit ihr es gleich seht. Jetzt seht ihr schon, wie es anzieht. Und jetzt schnell die Klappe drauf, damit es nicht so viel qualmt und es schnell angeht. Ich mache jetzt mal schon kurz auf. Da seht ihr, dass das Feuer sich jetzt schnell ausbreitet. Das mache ich mal noch mal kurz zu. Ihr seht, das qualmt gerade ein bisschen. Das ist aber der Lack, der da drauf ist. Da oben kommt gar kein Qualm raus. Ich zeige euch mal noch die Flamme. Da drin brennt es richtig schön. Und ihr hört auch jedes Mal, wenn ihr wieder zumacht, dass das Ding wieder richtig an Fahrt gewinnt und die Flammen schön hochschlagen. Wie gesagt, das hier ist jetzt alles der Lack, der abzieht. Und hier seht ihr auch gerade schön, dass die Luft hier richtig reingesogen wird. Das seht ihr hier im Qualm, der
Wird hier reingesaugt. So, ihr habt gesehen, das funktioniert. Ich habe euch auch noch nicht so viel gezeigt vom Brennprozess. Auch habe ich euch noch nicht alle Features gezeigt. Und es sind auch noch nicht alle Features fertig, aber das soll es jetzt erstmal für den ersten Teil gewesen sein. Im nächsten Teil werden wir das Ding komplett fertig machen. Da schauen wir auch, dass hier der ganze Lack noch abgeht. Der ist jetzt schon teilweise runtergebrannt, aber ich habe es jetzt gestoppt, weil das zu sehr gestunken hat. Im nächsten Teil werden wir auch ein Gestell für bauen und werden das Ding mal richtig testen, richtig benutzen. Und ihr werdet es noch einmal im Detail sehen. Also wenn du irgendwelche Fragen hast zu diesem Projekt, stell sie am besten sofort. Vielleicht kann ich da noch im nächsten Video drauf eingehen.